1, 2, 3. Gut, also der Fehler lag nicht an der Technik, er lag an mir. Ich war zu dumm, das Mikro einzuschalten. Entschuldigung. Ich heiße Sie alle, auch im Namen von Herrn Weiß und aller Bereichsleitungen, die hier verteilt sind, und vor allem auch den Mitarbeitenden ganz herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Sommerfest.
Uns alle von Regenswagner-Zell freut es wieder sehr, dass wieder so viele den Weg hierher zu uns gefunden haben. Das Festzelt ist wieder voll und mit uns gemeinsam das Sommerfest 2024 zu feiern. Und was mich auch besonders freut, ist, dass auch ganz viele Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesellschaft, aus der Nachbarschaft und Freunde von Regenswagner-Zell sich hier eingefunden haben. Denn damit zeigen Sie uns doch, welche Bedeutung Regenswagner-Zell hier in der Region hat und zum Teil über die Landesgrenzen, Landkreisgrenzen hinaus und wie Sie auch die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertschätzen. Auch wenn ich es gerne möchte und Sie hier wirklich alle namentlich begrüßen möchte, weil Sie sind uns alle gleich wichtig, verzichte ich darauf, weil bis wir dann durch sind, ist das Fest vorbei und Sie konnten die ganzen Aktivitäten und das gute Essen hier gar nicht genießen. Ich weiß aber, dass für Sie alle das hier keine Pflichtveranstaltung ist, sondern dass Sie diesen Besuch ganz persönlich immer in Ihrem Kalender schon festhalten und dann für das nächste Jahr auch entsprechend einplanen. Krisen haben ja auch eine zweite Seite, nicht nur immer diese negative. Die Corona-Krise, die Gott sei Dank vorbei ist. Die Herausforderungen, die uns momentan umtreiben mit der Personalknappheit. Und auch die aktuelle politische Situation bei uns im Land. Haben es aber geschafft, dass wirklich die Vertreter der Politik und die sozialen Einrichtungen auch untereinander, dass wir uns viel näher gekommen sind und auch noch enger zusammenarbeiten und zusammenhalten, wie es im Vorfeld war. Und das ist, denke ich, eine sehr wertvolle Geschichte, die wir hier im Landkreis und über den Landkreis hinaus haben. Erlauben Sie mir, dass ich aber doch ein paar Vertreter namentlich begrüße. Es freut mich sehr, dass als Vertreter für den Bezirkstagspräsident dass Sven Erhardt gekommen ist. Ich denke, wir kennen uns auch schon jetzt persönlich. Sie sind nicht nur, glaube ich, deswegen da, sondern einfach, weil Sie sehr verbunden sind. Genau, stehen Sie doch bitte mal auf. Der Landrat, Herr Ben Schwarz, lässt sich entschuldigen. Es gibt viele Termine, die er wahrnehmen muss, aber Frau Edeltraud Stadler ist da und Sie wären auch unabhängig davon gekommen, weil Sie sind eigentlich ein festgesetzter Gast hier bei uns beim Sommerfest. Was mich sehr freut, ist, dass auch aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen der stellvertretende Landrat Herr Obermeier gekommen ist und damit auch die Verbundenheit zu uns nach Zell zeigt, obwohl wir ja im Landkreis Weißenburg wirklich nur mit einer ganz kleinen Einheit vertreten sind in der Zwischenzeit. Schön, dass Sie da sind. Und dass wir die Landräderunde dann auch noch vollenden. Es freut mich sehr, Herr Eckstein, dass Sie auch als Altlandrat, darf man das so sagen, oder ehemaliger Landrat, auch wieder gekommen sind. Sie waren ja ein regelmäßiger Gast bei allen Festen hier bei uns und es ist schön, dass das auch, obwohl Sie jetzt nicht mehr dieses hohe politische Amt inne haben, trotzdem diese Verbundenheit beibehalten und zu uns gekommen sind. Dankeschön. Ja, es ist auch schön, dass der Amal da ist. Wir haben uns heute früh schon getroffen, um unsere bürgerliche Pflicht wahrzunehmen und zum Wählen zu gehen. Ich denke, Sie sind auch ein Gast, der hier immer einfach da ist. Sie gehören da schon einfach zur Familie von Regenswagner dazu. Schön, dass Sie da sind. Und was mich persönlich auch sehr freut, aus Roth, wo wir ja bald nächstes Jahr dann hinziehen werden, dass Frau Claudia Lux da ist, als Vertreterin vom Herrn Buchhäuser, zweite Bürgermeisterin. Und Sie sind auch bei jeder Veranstaltung in der Zwischenzeit immer anwesend. Und es ist schön, dass Sie auch heute den Weg hierher gefunden haben. Und auch die Stadt Weißenburg wird noch eine Vertreterin schicken, die Frau Maria Scheller. Die war auch letztes Jahr schon da, aber die hat noch eine Veranstaltung heute Vormittag und wird dann zum Mittagessen rechtzeitig eintreffen.
Ja, und dann nicht mehr namentlich genannt, es sind wirklich viele Vertreter vom Bezirkstag da, vom Landkreistag und auch von den Stadträten. Und es freut mich auch, dass die alle gekommen sind. Besonders freut es mich, ganz persönlich auch, dass Frau Pfarrerin Cornelia Wolf von der evangelischen gebärdensprachlichen Gemeinde gekommen ist, um zusammen mit dem Behindertenseelsorger der Diözese Auststedt und Herrn Pfarrer Grimm gemeinsam unseren ökumenischen Gottesdienst hier dann im Anschluss zelebrieren werden. Ein ökumenischer Gottesdienst ist ein Zeichen, trennendes einander im Geben, Gebet näher zu bringen. Und ich glaube, gerade in heutigen Zeiten und insbesondere am heutigen Sonntag der Europawahl bewegt es mich besonders, dass wir hier in Zell, wenn ich so in die Runde gucke, wieder ein friedliches Fest zusammen feiern. Dass Menschen, egal welcher Hautfarbe, welchen Alters, welcher Herkunft, Menschen mit und ohne Behinderung zusammengekommen sind, in einer Zeit, in der man das Gefühl hat, es gibt mehr Spaltendes, Menschen mit anderen Vorstellungen und Meinungen nicht nur beschimpft, sondern auch körperlich angegriffen werden. In einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, der Hass, Neid, Missgunst und Vorurteile überwiegen und Solidarität, Mitgefühl und Nächstenliebe spielen keine Rolle mehr. Und da ist genau so ein Fest, und wenn ich hier in die Runde schaue, was mir persönlich einfach Mut und Hoffnung macht, dass es doch noch viel Gemeinsames und Verbindendes bei uns auch in der Gesellschaft gibt. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt dann bei allen Aktiven wieder bedanken, die wirklich dieses tolle Fest im Vorfeld organisiert haben, vorbereitet haben. Und das sind ganz viele zu nennen. Als erstes bei unserem Seelsorgeteam, die hier hinten sitzen, unter der Leitung von Schwester Ruth und dem Herrn Nefzger und all den Aktiven, dem Gebärdenchor der Frau Meile, die den organisiert, bei der Schwester Claudia, den Musikanten und den Sängern, die für die musikalische Umarmung dieses Gottesdienstes dienen. Ein ganz herzliches Dankeschön. Wenn man nicht vergessen darf, das sind tatsächlich die vielen, vielen Helfer, die im Vorfeld und im Hintergrund heute ihren Dienst machen, damit wir ein unbeschwertes Fest genießen können. Und da ist zu nennen die Mitarbeiter aus dem technischen Dienst, aus der Hauswirtschaft, aus der Küche, aus der Verwaltung, die Frau Pössniger als Öffentlichkeitsbeauftragte, dann alle Mitarbeitenden aus den unterschiedlichsten Bereichen, Wohngruppen, Vaterstelle, Werkstatt, die heute wirklich ein tolles Programm auf die Beine stellen, sodass wir, glaube ich, ein Fest haben, wo sie gar nicht alle Programmpunkte besuchen können, weil so vielfältig das Angebot ist. Und denen allen gebührt mein Dank, und ich glaube, die haben auch noch einmal einen Applaus verdient. Aber mein besonderer Dank, ich sehe ihn jetzt gerade nur nicht, gilt tatsächlich dem Herrn Rudi Hamel, der die Nachfolge von Peter Münch übernommen hat und heute das erste Mal als Hauptverantwortlicher dieses Sommerfest organisiert hat. Und ich finde, er hat es perfekt gemacht. Wo ist er? Er kriegt auf jeden Fall, denke ich, einen extra Applaus. Ja, das diesjährige Jahresthema von unserem Seelsorgeteam, unperfekt, na und? Oder ist mir dann so eingefallen, unperfekt und doch genau richtig. Eine Gesellschaft, die Perfektion erstrebt, verpasst aus meiner Sicht auch viele Chancen. Denn gerade im Scheitern, in der Schwäche und im Unperfekten können große Möglichkeiten liegen. Im Beruf wird für uns immer Perfektion erwartet. Einen Fehler können sich viele in der Arbeitswelt nicht leisten. Wer an seinem Arbeitsplatz der perfekte Mitarbeiter sein will, überträgt das aber ganz schnell dann auch auf seinen privaten Bereich. Als perfekte Ehefrau, perfekter Ehemann, perfekte Mutter, perfekter Vater, perfekte Tochter, perfekter Sohn. Aber heißt es nicht schon in der Bibel, bei Johannes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Bibel. Gott erkennt unsere Unzulänglichkeiten an. Kein Christ erreicht in diesem Leben Vollkommenheit. Wir sind nicht perfekt. Und ich
lade Sie ein, sich jetzt in dem Gottesdienst auf Ihr Unperfektsein einzulassen, sich Ihre eigenen Schwächen einzugestehen und zu verzeihen. Verbringen Sie heute mit uns gemeinsam ein paar Stunden, in denen Sie Ihre Sorgen, Ihr Streben, Ihre Verantwortungen zur Seite schieben und gemeinsam mit uns unbeschwert und fröhlich feiern. Auch wenn vielleicht manches heute nicht ganz so perfekt läuft. Und ganz zum Schluss, das hat mir der Herr Hamel aufgetragen, soll ich ein paar organisatorische Infos noch geben. Zum einen, wir haben wieder unsere traditionelle Losbude. Es gibt ganz tolle Preise vom Staubsaugerfahrrad, Kinderfahrrad und. Dank der großzügigen Spenden wirklich der Geschäftsleute und der Geschäfte hier aus der Region. Die Lose, der Verkauf ist an unserem Infostand, der an zentraler Stelle ist. Und die Ausgabe der Preise findet aber dann wie immer im Sommerhaus statt. Wir haben auch dieses Jahr wieder unser Gewinnspiel und die Karten für das Gewinnspiel, für die Verlosung können Sie ebenfalls am Infostand ausfüllen und Preisverleihung und die Ziehung findet dann um 15.25 Uhr auf der Kleinkunstbühne im Laubengang oben statt. Was heute dieses Jahr leider krankheitsbedingt dann kurzfristig abgesagt werden muss, wenn sich da jemand schon drauf gefreut hat, das ist das Quadfahren. Wir hoffen, dass wir das dann nächstes Jahr wieder bei uns begrüßen können. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, Anliegen haben, gehen Sie zum Infostand, dann liegen auch Flyer auf, sodass Sie alle Veranstaltungen und die zeitlichen Angaben einfach finden. Von der Schwester Ruth soll ich auch noch sagen, dass wenn, weil es jetzt wieder wärmer wird und der Gottesdienst, wenn der eine oder andere ein Getränk brauchen würde, wir sind da sehr frei und flexibel, kann gerne auch während des Gottesdienstes sich ein Getränk holen, damit also der Kreislauf keine Schwierigkeiten macht. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch Ihnen einen wunderschönen Tag zu wünschen. Aktuell ist ja wirklich das Wetter perfekt. Und jetzt erst einmal einen wunderschönen Gottesdienst, auf den ich mich schon wieder freue. Dankeschön. Ich freue mich, dass wir heute den Gottesdienst feiern. Ich bin Pfarrerin Cornelia Roll aus Nürnberg von der Evangelischen Gehörlosenseelsorge. Und ich bin heute hier mit meiner Kollegin Ligi Schmidt. Heute haben wir ein spannendes Thema. Es geht heute um das Thema: Sind Fehler erlaubt? Mache ich Fehler?
Macht ihr Fehler? Ja? Und dann? Wie gehen wir damit um, wenn wir Fehler machen? Das wollen wir heute im Gottesdienst klären. Und nun beten wir zusammen mit Pfarrer Grimm, dem Behindertenseelsorger aus Eichstätt. Wir beten, Gott, du bist gut. Du hast uns alle heute eingeladen. Viele sind gekommen. Junge und alte Menschen sind gekommen. Vertraute und fremde Menschen sind gekommen. Wir alle sind deine Gäste. Du liebst uns alle. Dafür danken wir dir. Gib, dass auch wir einander annehmen. Gib, dass wir uns gut verstehen. Gib, dass wir vorankommen auf dem Weg des Lebens. Wir loben dich, wir preisen dich, heute und morgen, jetzt und jeden Tag. Amen. Es steht im Neuen Testament beim Evangelium Matthäus im 18. Kapitel. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Taler schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückbezahlen konnte, befahl der Herr ihm, mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hat Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, werde ich es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe.
Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was gesehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen habe? Und in seinem Zorn übergab ihm der Herr der Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Aber ich habe kein Geld mehr. Ja, wie? Du hast kein Geld mehr. Ich bin ja, dumm. Und ich habe Angst. Ja, aber ey, ganz ehrlich, selber schuld, ne? Du machst Party und schaust nicht auf dein Geldpech. Ja, aber es war doch schön mit dem Feiern und auch toll Geld auszugeben. Ja, also, das ist doof, ne? Ich hab Angst. Ja, hast der auch König recht. Kommt bald. Der König ist streng. Hast du recht? Was machst du? Ja, also ich wollte mit dir sprechen und ich brauche Geld. Ja, ich brauche mein Geld zurück. Ich soll das Geld zurückbezahlen. 10.000! 10.000! Oh nein! Unmöglich, das kann ich nicht. Ich hab nichts mehr. Was? Warum hast du denn alles ausgegeben? Ich brauch das Geld. Ja, tut mir leid. Dann musst du ins Gefängnis. Was? Ich muss ins Gefängnis? Nein, auf gar keinen Fall. Bitte, bitte, bitte. Ich muss meiner Familie helfen. Ich muss denen Essen geben. Ich muss sparen. Ich will auf keinen Fall ins Gefängnis. Ich habe doch eine Familie. Aber ich brauche auch mein Geld zurück. Aber ich kann es dir aktuell nicht geben. Bitte schau mal, ich habe nichts mehr. Ich habe kein Geld mehr. Ich will auf keinen Fall ins Gefängnis. Oh Gott. Okay.
du musst. Es ist wichtig, dass du Arbeit hast und dass du sparen kannst. Genau. Du musst nicht ins Gefängnis. Ich gebe dich frei. Ich verzeihe dir. Du musst deine Schuld nicht bezahlen. Ich muss nichts bezahlen? Nein, du musst überhaupt nichts bezahlen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Schulden. Frei bin ich jetzt. Ich hatte 10.000 Euro Schulden. Yes. Liebe Festgemeinde, was ihr gerade gesehen habt, das war ja sehr spannend. Ein Mann, der hatte viele Schulden und er konnte dem König das Geld nicht bezahlen. Eine sehr schlimme Situation und auch noch peinlich. Was soll der Mann machen? Er hatte Angst. Muss er ins Gefängnis? Bestraft ihn der König? Und habt ihr gesehen, was der König gemacht hat? Habt ihr das gesehen? Ich weiß es. Moment. Der König hat Herz gezeigt. Er war wahrhaftig barmherzig. Er hat dem Mann die Schulden erlassen. Er hat ihm die Schuld vergeben. Moment. Vergeben. Vergeben. Was bedeutet das eigentlich? Ich kann ja nicht immer den Schuldschein zerreißen. Ja, das ist wichtig und auch schwierig. Im Spielleben war es klar. Aber mir fällt ein Beispiel ein. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter Streit habe und dann bin ich sauer und sage vielleicht schlimme oder böse Worte, und dann denke ich nach und schäme mich. Und meine Mutter kommt wieder und ich sage zu ihr, Entschuldigung, es tut mir leid. Dann nimmt mich meine Mutter in den Arm. Und ich spüre, alles ist gut, der Streit ist vorbei und er ist vergeben. Ich bin frei. Da fällt mir noch ein Beispiel ein. Ich habe einen Freund geschubst und er ist hingefallen. Aber alle sehen das oder haben das gesehen und ich schäme mich. Ich habe auch Angst, ich will eigentlich weglaufen. Dann schaue ich in mein Herz und es tut mir leid. Mein Freund kommt zu mir und ich entschuldige mich. Wir geben uns die Hände und es ist vorbei. Das ist Vergebung und die ist wichtig. Richtig. Du hast eben aus der Bibel gebärdet. Da sagt Jesus auch, wir sollen vergeben. Richtig? Jetzt bin ich aber ganz neugierig, wie das Spiel weitergeht. Du schuldest mir noch Geld. 10 Euro.
Das schuldet sie mir. Bitte. Bitte. Hm. Bitte. Hab Erbarmen. Bitte. Nein. Ich brauche das Geld. Ich habe die 10 Euro. Geld. Ich bin pleite. Schau. Ist leer. Nö. 10 Euro schuldest du mir jetzt und die möchte ich jetzt zurück. Ich kann dir das Geld nicht geben. Ich bin pleite. Aber ich verspreche dir, vielleicht klappt es nächste Woche. Ich streng mich an, ich arbeite hart. Bitte. Hab ein Herz mit mir, bitte. So was. Wie verhält sich der Mann denn jetzt? Er vergibt überhaupt nicht. Er gibt nicht nach, er ist hartherzig. Aber Gott hat ein großes Herz für uns. Gott ist barmherzig und verzeiht uns unsere Schuld. Der König war barmherzig und hat deine Schulden erlassen. Du sollst auch barmherzig sein und verzeihen. Richtig? Richtig? Der Mann soll auch barmherzig sein. Schauen wir mal weiter. Das ist ganz schön streng, ne? Ja. Ganz streng? Erinner dich mal, als du beim König warst. Was hat denn der König gemacht? Er hat mir die Schulden erlassen, ja. Aha. Wie viel, aber sie wie muss viel mit den Schulden zahlen. Noch mal genau? Wie viel hat er dir vergeben? 10.000. 10.000? Ja. Und wie viel schuldet sie dir? 10 Euro. So. Ja, schau mal in dein Herz. Merkst du was? Was? Ich bin streng. Ja, du bist streng. Ja. Mal gut gegangen. Ja? Zum Glück hat der Mann den Schuldschein zerrissen. Glücklicherweise. Jetzt warst du barmherzig. Super. Vielen Dank für euer Schauspiel. Aber jetzt müssen wir noch mal selber nachdenken. Wie oft müssen wir denn vergeben? Jesus sagt 7 mal 70 Mal. Aber 7 mal 70 Mal, was bedeutet das? Ja, wenn man das ausrechnet. Ich glaube, das bedeutet immer. Wir sollen nicht aufhören, wir sollen immer wieder den anderen Menschen vergeben. Und das ist auch sinnvoll, denn wir alle machen immer wieder Fehler. Richtig? Wir sind nicht perfekt. Es passiert immer wieder. Und wir spüren auch, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass wir vergeben
sollen. Und so bekommen wir auch Vergebung. Dort steht ein Mensch. Und Menschen machen Fehler. Zum Beispiel, wenn man jemanden schlägt oder sich schlägt. Das ist ein Fehler. Das Schlagen ist ein Fehler, aber auch das Stehlen. Das ist auch ein Fehler. Neben dem Stehlen und dem Schlagen gibt es auch Menschen, die andere ausgrenzen. Und das ist auch ein Fehler. Es gibt viele Beispiele für Fehler. Und wir alle machen verschiedene Fehler, jeder Mensch. Fehler und Schuld können uns belasten. Deshalb brauchen wir Vergebung und wir brauchen ein Herz. Richtig. Es ist wichtig, selbst zu überlegen und in sein Herz zu schauen und dann zu bereuen, den Fehler wieder gut zu machen und um Entschuldigung zu bitten. Wichtig ist natürlich auch die Einstellung, dass sowas nicht noch einmal passiert. Und wir spüren auch, wenn der andere uns vergibt, wir fühlen wir uns frei und erleichtert. Wir spüren unser Herz und das offene Herz des anderen. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, verteilen wir jedem von euch ein Herz. Ihr könnt überlegen, ob ihr das Herz für euch behaltet oder vielleicht einer anderen Person, einem anderen Menschen schenken wollt, den ihr vielleicht vergeben möchtet. Richtig. Und Fehler. Und dann bereuen wir. Wir schauen auf uns, bereuen, verzeihen und vergeben. Und das ist immer wichtig. Und wir danken Gott, dass er selbst uns allen auch immer Vergebung gegeben hat. Und wir uns frei fühlen können. Amen.
denselbe Sucht. Die Frauen kommen aus Afrika, Tansania. Beide arbeiten in einer Schule für gehörlose Kinder. Die Kinder dort brauchen unsere Hilfe. Wir wollen Geld nach Tansania schicken. Die gehörlosen Kinder sollen gut zur Schule gehen. Bitte helfen Sie mit. Ganz großes Herz für uns. Er macht es für uns auf. Er vergibt uns unsere Fehler. Er trägt uns keine Fehler nach. Wir dürfen voll Vertrauen zu ihm beten und auch unser Herz aufmachen füreinander. Gott, du siehst uns, du fühlst mit uns mit. Wir legen dir unsere Sorgen und Nöte ans Herz. Guter Gott, du schaust mit liebevollem Blick auf uns. Lass uns nicht vergessen, du bist immer da. Bitte, Gott, hilf. Alle, bitte Gott, hilf. Manche Menschen haben ein schweres Herz, ein schlechtes Gewissen. Hilf ihnen, ihre Fehler zuzugeben und um Vergebung zu bitten. Lass sie deine Vergebung spüren. Bitte, Gott, hilf. Alle, bitte, Gott, hilf. Lieber Gott, manche Menschen spüren, dass andere Fehler gemacht haben und ihnen selber Unrecht geschah. Gib ihnen Kraft zu vergeben und das Schwere loszulassen. Schenk ihnen ein leichtes Herz. Bitte, Gott, hilf. Alle, bitte, Gott, hilf. Guter Gott, du siehst frohe Menschen und traurige Menschen. Du siehst einsame und kranke Menschen. Wir denken besonders auch an Schwester Gerda. Gott, du siehst Menschen, die sich um einsame oder kranke Menschen sorgen. Sei ihnen nahe. Gib ihnen Kraft. Gott, bitte hilf. Alle, Gott, bitte hilf.
Wir denken an unsere verstorbenen Bewohner, Mitarbeitende und Angehörige. Schenke ihnen ewige Freude. Bitte, Gott, hilf. Alle, bitte, Gott, hilf. Wir beten jetzt das Vaterunser, denn Gott hat ein großes Herz. Wir dürfen zu ihm Vater sagen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verzeihen, nicht nachtragen, vergeben ist das eine. Frieden miteinander schließen, sich wieder begegnen können, ist das andere. Gott kann uns seinen Frieden schenken und der Friede des Herrn sei mit euch immer. Am Ende des Gottesdienstes bekommt ihr solche Samenherzen. Diese Herzen sind ganz einfach einzupflanzen, in ein bisschen Erde reinzugeben, das Herz reinsetzen, ein bisschen Erde drüber, so einen Zentimeter, und gut gießen und dann einfach abwarten. Und so kann euer Herz noch einmal blühen. Der Herr sei mit euch. Gott segne und schütze dich. Gott schenke dir Liebe. Gott schenke dir Gemeinschaft. Gott schenke dir seine Nähe. Das alles schenke uns du, unser Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Seine Segnung.